Mit Notizbuch. Wie gesagt, das Notizbuch ist das, wo eigentlich alles mittlerweile drin gespeichert wird. Gehe ich dafür nochmal auf den Notizen direkt auf oder wie würde ich das öffnen? Da gibt es verschiedene Zugänge, glaube ich. Ja. Also es gibt einmal hier über Werkzeuge Notizen, da öffnet man einfach das Werkzeug selber. Ja. Im Notizen kann man verschiedene Notizbücher anlegen. Die findet man dann auch nachher auch wieder unter Dokumente. Also da habe ich dann hier zum Beispiel Übersetzungen als ein Notizbuch, Andachtsnotizen, Predigten anderer. So, das sind meine Notizbücher. Genau. Also wie gesagt, eigentlich ist so der Hauptzugang hier über Werkzeuge. Dann hat man einfach das Notizbuch ist eigentlich der falsche Begriff. Dann hat man das Notizenwerkzeug offen und da kann man dann hier, also wenn man das Menü wieder aufgeklappt hat, kann man hier eben die Notizbücher dann tatsächlich auch einsehen und hier sehe ich dann eben alle Notizbücher, die ich angelegt habe. Und wie lege ich mein neues an? Weil hier heute üben dann wahrscheinlich neue Notiz, oder? Hier unter Notizbücher ist ein Plus. Ich würde mal vermuten. Genau. Okay. Und schon habe ich ein neues Notizbuch. Wenn ich jetzt dann mal sowas machen möchte, Römerexegese, jetzt nehmen wir mal die Kaugummi durch und jetzt möchte ich meine Bibel auf, jetzt hier bei Logos. Und möchte gleichzeitig noch Notizen machen. Wie kann ich das beides miteinander kombinieren? Geht das auch oder geht das nicht? Wie würde ich das machen? Ja, also du kannst dann zum Beispiel ein neues Notizbuch aufmachen, Römer Exegese. So, das wähle ich jetzt aus. Auswählen, so. Leeres Notizbuch. Und dann wähle ich den Römerbrief aus. So, und dann wähle ich hier zum Beispiel einen Text aus, zu dem ich mir Notizen machen möchte. Wähle den komplett aus. Jetzt in der neuen Logos-Version ist es eben auch schon so, dass man hier die Notiz direkt auswählen kann. Zack, dazu möchte ich jetzt eine Notiz haben. Weil ich Römerexegese als Notizbuch ausgewählt habe, fügt er das automatisch da schon hinzu. So, und das Wichtige hierbei, ich mache diesen Filter mal weg, damit ich ein bisschen größere Ansicht habe. Das Wichtige hierbei sind die Anker. Das heißt, das sind so Hyperlink, sage ich mal, also so ein Link zu einer bestimmten Textstelle. Also so wie du das jetzt da markiert hast, wenn ich mir jetzt diesen nur das Notizbuch aufmachen würde und jetzt dann den Text aber mehr angucken möchte, würde ich dann darauf klicken und dann würde er wahrscheinlich gleichzeitig das Bild aufmachen. Genau. Okay. Du kannst das, also andersherum kommt dann eben auch in das Notiz, also in die Bibel so ein kleines Symbol. Das kann man hier auch auswählen, welches man haben möchte. Dieses Symbol erscheint dann hier. Und wenn ich darauf klicke, komme ich eben auch direkt wieder zu meiner Notiz, die ich haben wollte. So, das Ding ist eben, jetzt habe ich das hier in der Elberfelder Bibel gemacht, habe diese Notiz angelegt. Jetzt will ich das Ganze mal in der Lutherbibel sehen. Öffne da Römer 1, sehe hier aber jetzt kein Symbol. Also damit ist das nicht verlinkt. Wenn ich das allgemein haben möchte, also nicht an eine spezielle Bibel gebunden, dann muss ich einen anderen Anker wählen. Also hier sieht man eben Römer 1, Vers 1 bis 7, Elberfelder. Wenn ich das allgemein haben will, ich lösche diese Notiz nochmal, dann wähle ich den Text auch wieder aus, gehe aber nicht direkt hier rauf, sondern klicke da mit Rechtsklick drauf und wähle dann nicht hier den selektierten Text, sondern Bibelstelle aus. Und dazu kann ich dann eben wieder eine Notiz machen in meinem Römerbrief. Und da ist dann eben allgemein Römer 1, Vers 1 bis 7. Und dann finde ich das Ganze eben auch hier Solltest du es finden? wieder. Wie sieht es aus? Also, es kann natürlich sein, man kann auch in der Ansicht so ein bisschen rumspielen und sagen, er soll Notizen gar nicht anzeigen. Hier, da, das habe ich nämlich ausgestellt. Da kann man sagen, bitte zeigt mir auch die Notizen an, die ich in verschiedenen Notizen und Markierungen, diese hier. So. Und dann erscheint das auch. Also hier, das ist auch ganz interessant, da kann man eben verschiedene Sachen eben sichtbar machen.
Was zum Beispiel auch ganz witzig ist, hier übereinstimmende Wörter. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel so eine Interlinearbibel habe, dieses selbe Lemma, also dieses selbe Grundwort, wo kommt das noch vor? Wenn ich dann auf ein Wort klicke, dann markiert er mir automatisch oder hebt er automatisch die anderen hervor, wo das auch kommt. Ein Knecht, auf einen kann ich natürlich nicht klicken, weil es einen im Griechischen nicht gibt. Und der markiert das einfach immer, kann man hier schön auswählen. Da gibt es verschiedene Sachen, die kann man sich einfach mal angucken, was es da gibt. Die visuellen Filter zum Beispiel, die muss man auch extra auswählen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Aspekte mit drin. Wenn ich jetzt induktiven Filter mit reinpacke, dann sieht das Ganze schon ein bisschen bunter aus. Ja, deswegen, das lasse ich erstmal weg. Also, wir waren bei den Notizen. Was? Gibt es Fragen? Ja, auf jeden Fall. Genau, also hier, wie gesagt, der Anker ist wichtig. Diesen Anker kann man natürlich auch selber hinzufügen. Da kann ich zum Beispiel, wenn mir jetzt noch eine Parallelstelle dazu einfällt, dann schreibe ich das auch noch mit dazu oder so. So, dann muss ich das hier auswählen und dann sage ich fertig und dann ist der Anker auch mit drin. Kann ich auch löschen. Wenn kein Anker drin ist, muss ich das Ganze hier oben drüber machen und sage dann hier neuen Anker. Genau, und da kann ich jetzt schön meine Notizen machen und dann möchte ich vielleicht zum nächsten Text eine Notiz machen, kann ich das wieder auswählen, sage wieder Bibelstelle, neue Notiz, oder aber ich markiere das und sage hier, neue Notiz, dann macht er das auch. Aber jetzt hast du das praktisch wieder nur bei der Lutherbibel direkt, oder nicht? Genau, das war jetzt, ich weiß nicht, ob das was ändert, wenn ich hier einmal draufklicke und dann, nein, ändert nicht. Aber wenn ich nutze das auf jeden Fall beim Übersetzen häufig, dann klicke ich hier vorne auf den Vers, beziehungsweise versuche, dass eben nichts ausgewählt ist, sondern einfach nur hier oben Römer 1, Vers 8 steht, neue Notiz dazu. Dann kann ich hier nächsten Vers auswählen, Römer 1, Vers 9, neue Notiz dazu. Und so mache ich das zum Beispiel bei Übersetzungen, übersetze ich eben Vers für Vers. Und dann habe ich das immer direkt verlinkt. Genau, also diese Ansicht hier, das ist auch eben wieder so eine Ansichtssache. Man kann hier diese Positionsleiste anzeigen. Dann steht hier eben, wo bin ich gerade? Das finde ich eben hier aus dem Inhaltsverzeichnis. Der Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 1. Und ich habe hier eben die Möglichkeit, weiter zu navigieren, artikelweise, buchweise, kapitelweise, anmerkungsweise. Ich habe jetzt eben versweise und dann kann ich eben Vers für Vers weiterklicken. Genau. Notizen anlegen im Notizbuch aus der Bibel, aus dem Assistenten oder so kann man es natürlich auch noch. Also wenn ich nachher einen Assistenten habe, kann ich mir im Assistenten Notizen machen. Das schauen wir uns gleich zum Schluss noch an. Und die werden auch direkt in dem Notizbuch gespeichert. Anker hinzufügen hatten wir. Genau. So, dann haben wir davon alles gehabt. Jetzt noch weitere Sachen, bevor wir hier Assistenten und Werkzeuge uns anschauen. Hier gibt es noch so eine Favoritenleiste. Das ist ganz hilfreich. Hier habe ich meine wichtigsten Bücher drin. Wenn ich hier aus meine Bibliothek habe, dann will ich hier vielleicht meine wichtigsten Bibeln haben. Dann nehme ich die, ziehe die da oben hin. Ja, sieht man nicht so gut. Und dann habe ich die da oben meine wichtigsten Bücher, die ich haben möchte, auf die ich immer mal wieder zugreife. Zum Beispiel Biblical Places Maps, die vergisst man häufig, wenn man den Atlas hat und dann fragt man sich, ah, wo waren noch mal die Landkarten? Und dann habe ich die hier oben ganz schnell und finde ich die auch wieder. Oder auch Werkzeuge kann man darüber ziehen. Wenn ich jetzt das Faktenbuch besonders häufig nutzen möchte, habe ich das da oben drin direkt zugänglich.
kann das öffnen und kann direkt damit arbeiten. Bis zweimal. Genau. Also, das ist die, sind so die Favoriten. Dann gibt es hier das Symbol, das zeigt einfach an, wenn was synchronisiert wird. Logos ist ja immer direkt mit dem mit der Cloud verbunden, also alles, was du an Dokumenten und so weiter hier drauf hast, das wird auch mit der Logos Cloud synchronisiert und du kannst das auf deinem Handy wieder angucken oder du kannst, wenn dein Laptop mal kaputt geht, dann ist es da gesichert. Das ist ganz praktisch und darüber gehen auch die Updates, also wenn eine neue Logos-Version rauskommt, dann zeigt dir das an, oh, jetzt wird gerade ein Update geladen oder wenn du ein neues Buch gekauft hast, wird das darüber angezeigt. Dieses Symbol hatte ich schon. Das schließt den Arbeitsplatz und macht einfach wieder einen freien Arbeitsplatz. Wenn man einen vorher geschlossenen Arbeitsplatz wieder öffnen möchte, klickt man eben auf dieses Symbol und kann eben den Arbeitsbereich wieder laden. Es gibt schöne Vorlagen, die man nutzen kann. Wenn ich einfach nur Bibel und Kommentar öffnen möchte, dann öffnet das mir meine aktuelle Bibelstelle und öffnet mir dazu direkt auch den Kommentar, den ich am höchsten priorisiert habe zu dieser Bibel oder der glaube ich in der Priorität am höchsten ist und der zu dieser Bibelstelle verfügbar ist. Also wenn ich jetzt nicht im Römerbrief gewesen wäre, dann hätte er mir nicht diesen Römerkommentar gezeigt. Und das Schöne ist eben, es ist dann hier auch direkt eine Verknüpfung angelegt. Wenn ich hier scrolle, scrollt er auf der rechten Seite direkt mit. Woran liegt das? Das ist dieses A, glaube ich, oben angelegt. Kann das sein? Genau, man kann Verknüpfungen anlegen und man kann verschiedene Gruppen anlegen. Also ich habe eine Gruppe A und immer wenn ich in Gruppe A scrolle, scrollt er in allen anderen Teilnehmern der Gruppe A mit. Also hier wähle ich A aus und hier wähle ich A aus und dann kann ich hier drin scrollen und er scrollt beim anderen mit. Oder ich scrolle hier. Geht natürlich ein bisschen langsamer. Und er scrollt damit. Jetzt habe ich hier dieses Scrollbalken. Jetzt habe ich ja zum einen, wenn ich jetzt mal ganz rechts gucke, bei einem Balken, der zwischen diesen beiden Balkierungen da ist. Und haben diese einzelnen Balken da drinnen noch auch noch irgendeine Bedeutung bei mir? Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Jetzt diese hier? Ja, zum Beispiel. Das sind Bibelstellen oder so, die man, glaube ich, länger mal angeguckt hat oder wo man in letzter Zeit eben mehr drauf war. Dann ist das so ein kurzer Link dazu. Da war ich vor kurzem oder so. Das ist einfach so eine kleine Übersicht. Was habe ich schon gelesen? Also so zeigt dir an, welche Teile du schon gelesen hast. Das wird diese zeigen. Ja, genau. Also das wird schwarz, wenn du eine längere Stelle an dieser Stelle geblieben bist. Also wenn ich jetzt eine Weile, keine Ahnung, hier so an der Stelle geblieben bin, dann wird das nach einer Zeit auch irgendwie schwarz. Oder wenn ich diese irgendwie nochmal speziell eingebe, dann merkt er sich das. Dann sieht man hier schon so ein bisschen, dass das grau wird, glaube ich. Oder ist das eine optische Täuschung? Nee, also so ein bisschen grau ist schon. Also das intensiviert sich irgendwie, je mehr man an der Stelle war. Weiß ich auch nicht genau, wie das dann funktioniert, aber ist manchmal ganz hilfreich. Wo war ich noch? Was habe ich neulich noch gelesen und so? Genau. Man kann natürlich auch bei den Arbeitsvorlagen oder bei den Arbeitsbereichen auch eigene speichern. Zum Beispiel, als ich jetzt meine Abschlussarbeit über die Taufe geschrieben habe, über Luther und so weiter, habe ich die ganzen Lutherwerke gehabt und ich wollte die irgendwie mal schön nebeneinander haben und dann habe ich eben die gespeichert, die eben was zur Taufe sagen und das habe ich alles so schön nebeneinander und dann weiß ich, okay, hier, da kann ich noch dran arbeiten und so oder wenn ich dann weiter gescrollt habe, dann kann ich das nochmal abspeichern und oder aktualisieren, speichert er mir das und dann kann ich da das nächste Mal eben, wenn ich wieder an der Hausarbeit weiterarbeiten möchte, genau an der Stelle fortsetzen, wo ich aufgehört habe. Oder übersetzen, das nutze ich viel dafür. Da habe ich zum Beispiel meine normalen
Bücher, die ich immer nutze, also Nestle Aland, dann die Elberfelder Übersetzung, das Wörterbuch, also hier nutze ich zum Beispiel auch diese Verlinkungen sehr stark. Die Bibeln und der Kommentar sind in einer Gruppe, genauso auch der kritische Apparat und auch hier die beiden Wörterbücher, einmal das normale Wörterbuch zum Nachschlagen und hier das erweiterte exegetische Wörterbuch, die sind in der Gruppe B. Also so kann man das auch nutzen. Das hat man eben alles schön beisammen, kann das abspeichern und kann es schließen, ohne dass man da jetzt irgendwie diese schönen Einstellungen wieder verliert. Okay, jetzt sitzt du gerade hier, gehen raus und morgen würdest du uns das abschlagen und würden da stehen. Wo kriege ich diese Information an, da werde ich auch noch her. Außer, dass ich deine PowerPoint nutze, würde vielleicht hoffentlich nicht daran längst zu hangeln. Man kann das viel im Internet nachgucken und ich nehme diese... Also nehmen das jetzt gerade ja auch auf. Ich kann die Videos vielleicht nochmal nachher irgendwie zur Verfügung stellen. Irgendwie geht das bestimmt über OneDrive oder so, dass das zur Verfügung gestellt wird. YouTube-Anleitung gibt es auch. Was meinst du, Laura, selbst passiert, ihre Lernvideos primär noch auf Englisch haben? Ja. Deshalb würde denjenigen, der sagt, hey, aber mein Englisch, naja, also, ne? Der, weil nicht alle irgendwo in England promoviert oder Englisch sind nicht die hellsten Leuchten in England, Englisch. Ja, das ist schwierig. Also es ist jetzt eben ein Überblick über das, was Logos eigentlich alles so kann, dass man so einen groben Überblick zumindest mal hat. Ich meine, ich habe längst noch nicht alles von Logos, aber so das Wichtigste einfach, wie ist Logos strukturiert, das ist dann damit drin und man weiß so grob, was ist möglich. Also du kannst es nicht irgendwie in so ein paar Stunden so weit bringen, dass jeder das anwenden kann. Deswegen die nächste Stunde soll eben ein bisschen praktischer werden, wo man dann einfach nochmal genau reinguckt, wie mache ich das jetzt, wenn ich eine Exegese mache. Und dass man das dann auch mitverfolgen kann und so. Aber wie gesagt, diese Videos, die kann man sich nachher auch nochmal angucken. Genau. Ja. Sonst noch irgendwie Fragen dazu gerade? Sonst, ich glaube, ich komme eigentlich immer dann, wenn man selber am Arbeiten ist. Ja. Okay. Ja, dann habe ich hier als letzten Punkt noch Einstellungen. Also die Programmeinstellungen, das findet man hier zum Beispiel. Einfach über den Menüpunkt ganz rechts, Programmeinstellungen. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, hier beim Start öffnen nutze ich immer einen leeren Arbeitsbereich, das finde ich schön. Oder man sagt, ich möchte den letzten Arbeitsbereich, als ich dieses hier geschlossen habe. Oder ich möchte die Startseite eben als Startseite haben beim Öffnen. Was mich auch immer genervt hat, war hier die Klänge. Wenn das Logos startet, dann kommt immer so ein Blim, Blim und wenn man das im Unterricht macht, ist das nicht so schön. Deswegen habe ich hier einfach die Klänge komplett abgestellt. Also keine Klänge. Man kann die Sprache auswählen. Man kann Zitierweise auswählen. Das ist zum Beispiel hilfreich. Chicago Manual of Styles wird unterstützt. Wenn ich dann irgendwas aus einem Kommentar zum Beispiel kopiere, dann wird das direkt in der Zeit kopiert. Also wenn ich zum Beispiel einen Kommentar öffne, hier den Wallword und dann möchte ich hier diesen Text kopieren, dann klicke ich einfach auf Kopieren, öffne mein Word und füge das da ein. Und er erstellt mir direkt eine Fußnote im Stil Chicago Manual of Styles. Natürlich Full Note, also auch die komplette Notiz dabei. Wenn man dann Wiederholungen und so weiter hat, muss man das ja immer ein bisschen anpassen. Also man kann es nicht einfach blind übernehmen. Du musst deinen Unterricht dementsprechend anpassen. Das sieht gut aus. War nett, wenn ich dir mal jetzt was angepasst. Wenn ich nichts
nichts kopieren möchte, sondern nur die Notiz oder die Fußnote oder das Literaturverzeichnis. Also nur den nur die Fußnote kann man, glaube ich, nicht einfach so kopieren. Da muss man halt einfach das einfügen, Fußnote nehmen, kopieren und dann eben an die Stelle packen, wo man will. Das ist dann so das Behelfsmäßige. Oder man kann hier bei den Dokumenten, die hatte ich jetzt nicht erwähnt, gibt es auch die Bibliografie. Das heißt, wenn man hier jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kann ich das? Hier kann ich zum Beispiel eine Bibliografie erstellen, indem ich alle offenen Bücher hinzufüge oder so. Dann wird das mit eingefügt und das ist dann eben nicht das, was in der Fußzeile steht, sondern das, was nachher hinten im, in der Bibliografie, im Literaturverzeichnis drin steht. Und das ist dann eben eine andere, ein anderes Format. Und das kann ich dann eben auch exportieren, drucken oder exportieren. Und kann dann eben sagen, kopiere mir das bitte in die Zwischenablage. Dann packe ich das wieder in Word und füge das da ein und dann habe ich meine Bibliografie auch drin. Meine ich über Informationen, also wenn ich zum Beispiel den Kommentar, dann hast du ja direkt die drei Punkte über Informationen. Das geht auch, das stimmt. Also hier hat man auch eben die Zitierweise, wie eben der das Buch zitiert wird, also wie ich das in die Bibliografie packe. Was aber meist wichtiger ist, ist eben der direkte Artikel. Also das, bei Kommentaren bzw. Kommentarreihen ist es ja häufig so, dass die Reihe einen Herausgeber hat, aber manche, also die einzelnen Bände sind aber von verschiedenen Personen geschrieben. Manchmal wird es dann nochmal unterteilt, dass nicht gesagt wird, ein Band wird von einer Person geschrieben, sondern nur ein bestimmter Abschnitt. Bei Wolwert ist zum Beispiel, dass eine Kommentarreihe aus 4 Bänden, glaube ich, im Deutschen, diese 4 grünen Bände gibt es da von Wolwert. Mhm. Und in einem Band sind also mehrere biblische Bücher zusammengefasst. Und jedes biblische Buch hat nochmal einen eigenen Autor, der das kommentiert hat. Und das heißt, wenn man diesen konkreten Autor zitieren will, hier zum Beispiel zu Exodus, das hat John D. Hanna bearbeitet, dann nimmt man eben das, kopiert das und packt das dann eben in das in die Bibliografie, genau, danke. Ja, genau. Wie kamen wir da jetzt drauf? Kopieren. Achso, über die Programmeinstellungen. Ansonsten muss man sich hier mal ein bisschen durchgucken, was es so für Möglichkeiten gibt. Sind ganz nette Sachen. Ich habe hier zum Beispiel eine kostenlose Sache mir mal gekauft. Das Problem ist, dass man dann nicht nachher sagen kann, ich möchte das doch nicht mehr haben. Dann hat man die Bibliografie, hat man nachher die Bibliothek voll mit irgendwelchen Werken, die man gar nicht gebraucht. Und dann sagt man, komm, blende die Werke mir einfach aus, dann lädt er die auch nicht runter. Und dann hat man hier eben die 1000 Werke von Perseus, von der Perseus-Bibliothek. Ganz viele alte griechische, lateinische und was weiß ich für Texte, die man jetzt nicht unbedingt wirklich braucht. Die kann man dann hier eben einfügen. Da zieht man das einfach auf die eine Seite, packt auf die andere Seite die Bibliothek und dann kann man das einfach rüberziehen. Dann werden die nachher ausgeblendet. Dann ist hier das ein bisschen übersichtlicher. Dann hat man nicht mehr 1500, sondern nur noch 480 Treffer. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich auch etwas einfacher zum Laden, oder nicht? Oder werden die trotzdem immer noch synchronisiert? Weil wenn ich die nicht nutze, bleibt die ja nicht synchronisiert. Nö, ich glaube, dann werden die nicht synchronisiert, spart also auch ein bisschen Plattenspar.
Computerspeicher. Genau. Tja, jetzt einen kleinen Exkurs in den Bereich Metadaten. Metadaten sind ja Daten über Daten. Deswegen Meta, sie sind nicht Daten, die im Vordergrund sind, sondern sie sind Daten im Hintergrund eigentlich. Und das sind in Loggers zum Beispiel Personen und Gruppen, Orte, Gegenstände, Ereignisse, Sprecher, Empfänger, Themen oder im Griechischen eben auch das Lemma und die Formbestimmung. Das sind alles Metadaten, das heißt Daten, die in der Bibel oder in einer Ressource hinterlegt sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Lutherbibel habe, dann kann ich da mal durchlesen und dann sehe ich hier, ich nehme mal einen Geschichtstext. Komm hier, erste Chronik, da findet man immer viel. So, Adam bis Saul. So, und wer ist Adam? Und dann klicke ich darauf und dann achso, Moment, das ist eine Überschrift, da sehe ich natürlich nichts. Hier klicke ich drauf. So, das ist der eigentliche Bibeltext und da sind Metadaten hinterlegt. Hier sind zum Beispiel die, hier die hebräischen Schriften hinterlegt, der Ursprungstext, das Lemma, die Wurzel, die Formbestimmung. Es gibt Metadaten, die sagen, die Strongnummer. Und hier sehe ich jetzt eben Adam. Da ist sind diese Metadaten hinterlegt. Das Schöne an Metadaten ist, dass sie Verlinkungen möglich machen. Das heißt, ich klicke hier rauf und kann zum Beispiel ein Werkzeug namens Faktenbuch nutzen. Und dieses Faktenbuch trägt alles zusammen, wo diese Metadaten verlinkt sind. Also ich habe Adam und das kommt ganz häufig in der Bibel vor. Deswegen sehe ich hier zum Beispiel, wo das in der Bibel vorkommt und mit welchen hebräischen und mit welchen griechischen Worten auf genau diesen Adam, diese Person verwiesen wird. Das ist zum Beispiel ganz hilfreich, wenn ich in Pneumatologie bin und ich möchte alle Stellen haben, wo der Heilige Geist ist. Dann kann ich das hier eingeben. Geist, so. Und da schlägt er mir schon vor, übernatürliches Wesen, Heiliger Geist, der Geist der Dreieinigkeit. Und dann schlägt er mir zum Beispiel vor, aus der Mediathek, da sind Dinge mit diesen Metadaten eben verbunden. Und ich kann Bilder zum Heiligen Geist sehen. Das ist jetzt ein bisschen ein unglückliches Beispiel, ne? Aber hier zum Beispiel Jesus mit der Taube oben drüber. Zeigt dir das gleich? Ja. So. Genau. Ja, begieß es. Was? Oder Lexikonartikel direkt zum Heiligen Geist. Also die verschiedenen Lexika zusammengefasst und ich kann direkt von diesem Faktenbuch aus dahin kommen. Predigtwerke dazu, wie er eben bezeichnet wird als Heiliger Geist oder eben implizit wird er als Subjekt genannt, also oder Subjekt des Verbs. Das heißt, ein Verb wird erwähnt und dieses Verb bezieht sich auf den Heiligen Geist. Oder ein Pronomen, er, ist der Heilige Geist, steckt dahinter. Das sehe ich im Text normal nicht, wenn ich da hingucke, aber die Entwickler oder die Leute, die da eben hinterstehen bei Logos, die sind eben die Bibeltexte durchgegangen und haben gesagt, das ist vermutlich der. Also manchmal ist es auch Interpretationssache von Logos. Da wird man vielleicht nicht unbedingt sagen, oh, das ist jetzt der Heilige Geist oder ich weiß nicht, wie es beim Engel des Herrn ist, ob die dann zum Beispiel Jesus da hinterlegt haben oder so. Ich glaube nicht, da haben die dann schon was, schon eigene Metadaten. Aber so bei manchen Dingen ist es eben auch Interpretationssache von Logos.
Da muss man also ein bisschen aufmerksam sein. Aber das ist eigentlich schon recht gut gemacht. Ich habe hier auch Möglichkeiten, wo steht was über den Heiligen Geist in der Bibliothek. Und wo war das? Genau, also ich kann eben auch immer danach suchen. Und hier, du hattest eben danach gefragt, wie kann ich aus Logos heraus in den Shop kommen. Hier zum Beispiel, was gibt es für Bücher erhältlich dazu? Okay, jetzt nicht dazu, aber wenn ich danach suche, müsste der mir eigentlich hier unten erhältliche Bücher anzeigen. Also da in diesen Büchern, die ich eben nicht habe, da kann ich was zu finden. Ich glaube, das ist an anderer Stelle nochmal etwas sinnvoller. Na gut. Genau. Also das sind eben Metadaten. Die Dinge, also ich finde, das sind eigentlich so vor allem die Dinge, die ein Computerprogramm hilfreich machen, weil es einfach Verlinkungen zur Verfügung stellt, wo du in einem anderen, also im Papier musst du ganz viel nachschlagen und suchen und hinterfragen, und hier hast du es einfach mit einem Mausklick. Da finde ich eben, sind Computerprogramme richtig gut und angebracht für. Man spart uns eine Menge Zeit. Ne? Ja. Meine andere Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen blanken Bildschirm habe und jetzt mache ich mir die Bibel auf, ich möchte, dass ihr meine Bibel praktisch auf die linke Hälfte oder dass sie da aufmacht, aber macht die mal auf der rechten Hälfte auf. Kann man das irgendwie auch einstellen oder nicht? Oder gibt es also, habe ich noch nicht herausgefunden, ob das geht. Okay, dann sind wir auch schon bei den Werkzeugen. Die Werkzeuge arbeiten nämlich damit. Das Faktenbuch haben wir jetzt schon kennengelernt, ist eben diese schöne Übersicht, wo echt alles Mögliche verlinkt wird. Das ist so eins der Dinge, die ich am meisten gebrauche. Einfach um so einen kurzen Einblick zu bekommen, wenn ich etwas studiere, irgendwie einen Text studiere, und dann habe ich, habe ich plötzlich einen Ort und ich frage mich, wo liegt der? Jerusalem, habe ich keine Ahnung von. So, und dann sagte mir, ja, ist die wichtigste Hauptstadt des biblischen Israel. Und dann dachte ich, ah, okay, wusste ich noch gar nicht. Dann gibt es Ereignisse rund um Jerusalem. Das ist auch noch eine schöne Sache. Es gibt einen sogenannten biblischen Ereignisnavigator. Gehört auch wieder zu diesen interaktiven Sachen, wo wir gerade Jerusalem früher und heute hatten. Da gibt es eben diesen biblischen Ereignisnavigator. Und der zeigt einfach die komplette Heilsgeschichte der Bibel bis zur frühen Kirche und zeigt das schön in Kategorien an. Und man kann da durchscrollen und durchsuchen und sieht dann eben die frühe Kirche, fängt an in Jerusalem, dann kommen Paulus' Missionsreisen. Dann denke ich noch, ach, was war auf der zweiten Missionsreise? Und dann sehe ich hier eben Paulus und Silas und Timotheus beginnen ihre zweite Missionsreise, und da geht es eben, also kann ich wirklich richtig gut chronologisch auch gucken, welche Ereignisse waren dann da. Und wenn ich dann wirklich bei einem Endereignis bin, also bei einem, also nicht mehr weiter kann in den Baum rein, so bei einem Blatt dann bin, dann kann ich hier eben sehen, Lydia wird eine Gläubige, und dann sehe ich direkt die Bibelstelle, beziehungsweise manchmal auch Bibelstellen dazu, wo wird dieses Ereignis erwähnt. Und das ist eben in diesem biblischen biblischer Ereignisnavigator, den finde ich eben hier, wie gesagt, in der Bibliothek auch unter Interaktiv. Da ist der irgendwo, müsste eigentlich. Ja, genau, Navigation, biblische Ereignisse. Oder diese interaktiven Sachen sind auch bei den Werkzeugen mit drin. Wenn ich hier ganz nach unten scrolle, dann sehe ich hier auch die interaktiven Sachen. Genau, also da kann ich eben Ereignisse besonders gut untersuchen.
So, jetzt habe ich eben Jerusalem und dann weiß ich aber nicht, wo liegt das denn jetzt genau? Selbst wenn ich das kenne, weiß ich das manchmal nicht ganz so genau, wo das denn jetzt auf der Welt liegt. Und dann gibt es eben das tolle Werkzeug Atlas. Das heißt hier, wenn ich das im Faktenbuch eingegeben habe, finde ich in der Mediathek die Übersicht von verschiedenen Bildern, aber auch manchmal Karten. Und dann kann ich eben auf diese Karte klicken und eröffnet mir das Werkzeug Atlas. Und da habe ich dann den genauen Standort von Jerusalem, wo es tatsächlich in Israel liegt. So, und hier kann ich dann eben auch im Atlas, das ist dann das nächste Werkzeug, was man gut nutzen kann, kann ich direkt danach suchen. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wo kommt denn Abraham her, statt Ur, wo war die denn nochmal? So, und dann gibt er mir Beispiele, erstmal einfach nur von Karten, wo diese Stadt drin erwähnt wird. Zum Beispiel in der Karte aus der Zeit der Erzväter, Terach siedelt in Haran. Ja, siedelt in Haran, so. Und da sieht man dann, also da sind dann manchmal auch so schöne Pfeillinien dabei. Und da sieht man, okay, Abraham ist von Ur losgezogen bis hier oben nach Haran. Und da kommt er eigentlich her. Und das Problem ist eben manchmal, wenn ich so eine große Karte habe, okay, Ur steht jetzt eben drin, aber wenn ich das jetzt nicht finde, dann kann ich einfach in diesem Fenster suchen und dann einfach nochmal Klartext Uhr suchen. Und dann zeigt er mir das auch an. Wenn ich jetzt noch Sichem, zeigt er mir auch an. Aber hier manche Orte sind einfach so klein, zum Beispiel Berg Gaasch. Das findet man eben nicht so direkt, wenn man draußen ist. Und da kann man dann einfach nachsuchen. Und dann navigiert er einen trotzdem hin. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? So, und dann kann ich da hinscrollen. Habe es trotzdem gefunden, obwohl es jetzt nicht direkt angezeigt wird. Ich finde das auf jeden Fall sehr gut, auch für Visualisierung oder um das einfach mal zu für Illustrierungen. Zum Beispiel, wer von euch weiß, wo die 4, 5 Könige herkamen, gegen die Abraham gekämpft hat, als sie Lot entführt haben? Dann sucht man nach Lot, gibt den Mann ein und dann hat man hier eine schöne Karte der 4 mesopotamischen Könige. Wo kommen die her? Und dann sieht man, die haben einen ganz schönen Weg hinter sich. Als wir das jetzt in einer Bibelstunde mal hatten, in meinem Praktikum, habe ich das eingegeben und dachte, wow, krass. Und dann kann man das schön zeigen und man kann es auch eben direkt mit in einer Bibelstunde oder so nutzen. Ja, weil ich hätte jetzt gedacht, die wäre zumindest da oben, da wo Dan steht, hätte ich jetzt in Damaskus irgendwo da oben, hätte ich zumindest immer spätestens datiert. Aber da drüben hätte ich es auch nicht gedacht. Ja. Man denkt, es ist irgendwo so dicht nebenbei, da, wenn man den Text so liest. Und man liest eben über diesen Namen dann Goyim, China, Elam, liest man so rüber und denkt so, ja, keine Ahnung, wo das liegt. Und dann guckt man sich das an und denkt so, oh, krass, weite Strecke. Das ist nicht mal so ein Tagesausflug. Genau, also das ist dann noch der Atlas. Was ich auch gerne nutze, sind eben diese beiden Erforschen und Informationen. Erforschen ist dieses hier. Da gibt es jetzt zum Beispiel die schöne Möglichkeit, dass er einfach folgt. Also das ist eben wie eine Verknüpfung mit der Gruppe. So kann man auch einfach folgen klicken. Das heißt, wenn ich jetzt ich klicke einfach auf einen Vers und er folgt dem Ganzen. Ich scroll da, wenn ich dann aber eine andere Bibel öffne, dann folgt er auch der Bibel. Also immer das, was ich gerade im Vordergrund habe. So, und erforschen ist im Grunde so ähnlich wie das Faktenbuch, was einfach eine
eine Übersicht hat, beziehungsweise nee, es ist eine Vorstufe, sage ich mal, zum Faktenbuch. Jetzt bin ich hier also in dem ersten Vers und er sagt mir, in diesem ersten Vers kommen diese Personen vor, Seth, Enoch und Adam. Diese Orte kommen vor, diese Gegenstände kommen vor, diese Medien finde ich, diese Parallelstellen finde ich, diese Kommentare finde ich. Und es ist einfach ein richtig guter Zugang, wenn man einen Bibeltext hat. Ich will den untersuchen und dann sagt er mir direkt, ja, hier, guck, da kannst du mal anfangen. Und dann hast du eben Seth und dann klicke ich darauf, öffnet er mir das im Faktenbuch und ich kann mich über Seth informieren. Oder ich sage auch, keine Ahnung, ein ganzes Kapitel will ich mal untersuchen, Chronik 10. Und dann steht da eben hier, diese ganzen Personen sind da drin. Und diese Orte, Berg Gilboa. So, was ist denn Berg Gilboa? Und dann finde ich da wieder was im Faktenbuch drüber. Und also das nutze ich sehr häufig, weil da einfach alles Mögliche drinsteht, alles Mögliche verlinkt ist. Ich kann mir schnell einen Überblick machen, wenn ich zum Beispiel Paulus Missionsreisen untersuche, Apostelgeschichte 14, wo ist er da nochmal gewesen? Dann sage ich einfach, naja, hat schon das komplette Kapitel, die ganzen Orte, mir bitte einmal auflisten. Welche Orte sind denn da? Und schon habe ich alle Orte, die in diesem Kapitel erwähnt werden, einmal aufgelistet und kann nachgucken, welche sind denn das? Und natürlich muss ich dann gucken, wie werden die noch auch erwähnt? Also ist das jetzt ein Ort, wo die gewesen sind? Oder ist das ein Ort, wo vielleicht eine Person herkam oder so, die einfach nur erwähnt wird? Gegenstände kann ich nachgucken. Das hatten wir zum Beispiel in Eckstein. Das war mal interessant, was ist eigentlich damit gemeint, wenn man einen Eckstein hat. Und dann hat man eben hier diesen Torbogen, das ist ein Eckstein, nicht irgendwie so ein Eckstein vom Haus unten, beziehungsweise das kann es auch sein, es gibt da mehrere Auslegungen, aber so kann man sich darüber informieren. Ja, es ist jetzt noch ein bisschen, wie viel Zeit habt ihr noch, wie viel wollt ihr noch? Okay. Ansonsten, ich kann das ja weitermachen. Wer noch Zeit und Lust hat, kann hier bleiben. Wer nicht möchte, kann schon den Raum verlassen. Ja. Dann.